Good evening, everybody. Guten Abend. We are going to talk today Good Friday. Heute werden wir über den guten Freitag sprechen. For human being is the Good Friday. Für uns Menschen ist der Karfreitag ein guter Freitag. But for Jesus, it was the bad Friday. Für Jesus war es ein schlechter Freitag. Anyway, we are going to talk about this Good Friday. Und so wollen wir heute Abend über den guten Freitag sprechen. We are going to read just a small passage from the Genesis chapter 3. Und wir werden am Anfang eine kleine Schriftstelle lesen aus 1. Mose 3. Chapter 3, Vers 15. Den Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. Please. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, spricht Gott zu der Schlange, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. When the Adam and Eve they fell in the sin, als Adam und Eva gesündigt haben, immediately God made another plan for the human being to take the with his presence. Ist sofort Gottes Rettungsplan für die Menschen in Kraft getreten, um sie in seine Gegenwart zurückzuführen. He made the plan, the Virgin Mary will give the child. Und der Plan, den er hatte, war der folgende: die Jungfrau Maria würde ein Kind gebären. Some month ago we celebrated Christmas. Vor ein paar Monaten haben wir Weihnachten gefeiert. The Christmas, meaning of the Christmas is the come together to worship the Jesus. He is the Savior who forgives our sin, who takes us in the heaven. Die Bedeutung von Weihnachten ist, dass man zusammenkommt und Jesus Christus feiert, der der Erretter ist, der gekommen ist, um uns mitzunehmen in den Himmel. Only the celebration of the Christmas, it is not enough. That's why it has to happen the Good Friday. Aber nur Weihnachten zu feiern ist nicht ausreichend. Es muss auch Karfreitag geben. In the beginning, when we read it, Lucifer, his name, it is the Satan. Wie wir gelesen haben am Anfang hier, gab es diesen Lucifer, sein Name ist auch Satan. Again the sin, Satan, sin and victory. Death and victory, it's coming about the victory here. Wir werden heute hören über Tod und Sieg. So Jesus Christ, he came from the heaven to earth. Jesus Christus kam vom Himmel in die Erde. He went to the cross. Ging ans Kreuz. Then he went to the grave. Und wurde begraben. Then he rose from the dead. Und ist auferstanden von den Toten. This is the victory what we are going to celebrate. Und das ist dieser Sieg, den wir feiern werden. The devil, he was trying to get the human being in his control. Der Teufel hatte versucht, die Menschen unter seine Kontrolle zu bekommen. God, he made another plan. Aber Gott hat einen anderen Plan gehabt. Now we are going to read John chapter 3, verse 16 to 17. Jetzt 17. Werden wir aus dem Neuen Testament zusammen lesen in Johannes 3, die Verse 16 und 17. It is written, God loved this world, so he gave his begotten Son. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. This is the meaning of the God's love. Das ist die Bedeutung von Gottes Liebe. Jesus went to the cross. It didn't happen all of the suddenly, it was the plan of the God.
Dass Jesus zum Kreuz ging, ist nicht einfach so passiert oder plötzlich passiert, das war Gottes Plan. Because God promised the son of the Mary, the Virgin Mary, she will give the birth one child. He will be rose from the dead. Denn Jesus ist der Sohn von der Jungfrau Maria geboren, der vorausgesagt und versprochene Retter. Und ist gekommen. God loved every human being, every nation, every people. Weil Gott jeden Menschen liebt, jede Nation und jedes Volk. Of course, it happened also when the human being start to falling in the sin, God gave the guideline to give the animal offer. Als die Menschen zuerst in Sünde gefallen sind, hat Gott als erstes Anweisungen gegeben, um für ihre Sünde Tiere zu opfern. But through the blood of the animals, the sin has not clean, not forgiven. Aber das Blut von Tieren hat nicht gereicht, um Sünde wirklich dauerhaft zu vergeben. That's why we need the clean person who gives his blood to clean all the human being, the sin of the human being. Darum brauchen wir eine reine Person, die ihr Blut vergießt, um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen. In the all the history, all over the world, there is only one person. His name is Jesus. He is the Holy of the Holy. He is the King of Kings. In der ganzen Geschichte gibt es nur einen, der wirklich heilig war. Sein Name ist Jesus. Ist der König der Könige. Now we are going to read the Luke chapter 23, verse 32. Jetzt lesen wir aus dem Lukas Evangelium, aus dem Kapitel 23. Welchen Vers? 32 until the 45. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Luke 23. Ah, sorry. Markiere. 23, chapter, verse 32 until the 45 we are going to read. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwei mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. This is the short message what I want to give you today. Ich möchte euch heute nur eine kurze Botschaft geben. Of course, many things happen. Hier sind viele Dinge passiert. When he went to the cross, als er ans Kreuz ging, he gave his life to the human being. Hat er sein Leben gegeben für die Menschen. At the time, the people, they were shouting, are you king of the Judah?
Und die Menschen haben gerufen und geschrien, bist du wirklich der König der Juden? He was quiet. Er blieb ruhig. He forgave the people, Father, they don't know what they are doing. Er vergab seinen Feinden nicht nur, er bat auch Gott, ihnen zu vergeben und sagte, Vater, die wissen nicht, was sie tun. They didn't understand, Father God, who sie, am I? Sie haben nicht verstanden, mein Vater, wer ich wirklich bin. Why I am going to sacrifice my life for them, they didn't understand. Warum ich mein Leben opfere für sie, das haben sie nicht verstanden. Forgive these people. Vergib diesen Menschen. Only the God can forgive his enemy. Nur Gott kann so seinen Feinden vergeben. At that time, there were two people. They were badly people. Und neben ihm hingen zwei Männer an den anderen Kreuzen, die sehr böse Männer waren. He was between two bad people. Jesus war in der Mitte zwischen zwei schlechten Menschen. One of the men said, if you are the king. Und einer der Männer sagte, wenn du wirklich der König bist, if you are the Christ, wenn du wirklich der Christus bist, save by yourself. Dann rette dich jetzt selber. We did bad things, that's why we are here. Wir haben Schlechtes getan, darum sind wir hier. We are paying. Wir bezahlen für unsere Schuld. But what you have done? Aber was hast du getan? Say by yourself if you are Christ. Rette dich selber, wenn du wirklich Christus bist. I heard many years ago you are the Christ. Ich habe gehört, dass du der Christus bist, vor vielen Jahren. Now you can say by yourself. Jetzt rette dich selbst. The other one said. Doch der andere sagte. We are paying the high price what we have done. Wir zwei bezahlen einen hohen Preis für das, was wir angestellt haben. But this man. Aber dieser Mann. This Jesus Christ. Ist dieser Jesus Christus. He has not done any bad things. Hat nichts Schlechtes getan. The Jesus. Jesus. Remember me when you are in heaven. Erinnere dich an mich, wenn du im Himmel bist. The other one has already experienced. He is the Son of God. He is the Savior. He is the King of the all over the world. Das zeigt, dass er schon verstanden hatte, dass Jesus der König ist und der Retter der ganzen Welt. He said, only remember me when you are in heaven. Und er hat gesagt, erinnere dich an mich, wenn du im Himmel bist. He didn't say, please take me to heaven. Er hat nicht gesagt, bitte nimm mich mit in den Himmel. Because he didn't have time to confess his sin. Denn er hatte keine Zeit, seine Sünden zu bekennen. He didn't have time to get the baptism. Er hatte keine Zeit, sich taufen zu lassen. He said, please remember me. Darum sagte er nur, bitte erinnere dich an mich. That Jesus, he knows what is going in his heart. Und Jesus weiß genau, was in seinem Herzen ist. This man is the last time for his life. Und er weiß, dass das der letzte Moment ist für diesen Mann. But I want to take you in the heaven. Und darum sagt er zu ihm, ich werde dich mitnehmen in den Himmel. And immediately Jesus said, und Jesus sagte, today you are with me in heaven. Heute wirst du mit mir im Himmel sein. Many people, they have been persecuting him. Viele hatten ihn verfolgt. Of course, there was a time we need the Barnabas. Da gab es diese Wahl, wo der Pilatus den Leuten die Wahl gegeben hatte, ob sie Barnabas oder Jesus haben wollten. Barnabas, he was a murderer. Barnabas war ein Mörder. The people, they said, we need the Barnabas, that Jesus has to go to on the cross. Und die Volksmenge entschieden sich dafür, den Mörder Barnabas frei zu bekommen und Jesus ans Kreuz zu geben. It is written in the Bible. Es steht in der Bibel. What happened after? Was danach passiert ist. You are with me today in the heaven. Jesus hat gesagt, du wirst heute mit mir im Himmelreich sein. Vers 44, please. In Vers 44 steht, und es war schon um die sechste Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte. Der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Nein. It was
Afternoon. Es war Nachmittag. It can be 12 o'clock. So vielleicht um Mittag. Everywhere it was the dark. Und plötzlich war es überall dunkel. All the nation covered through the dark. Ganze Nationen zugedeckt durch Dunkelheit. Why this happened? Warum ist das passiert? All the things, all the sin he has to bury on the cross. Alle Sünden muss am Kreuz tragen. You have your sin and my sin. Deine und meine Sünde. Immediately at that time, verse 45. Ich lese nochmal den Vers 45. Da sich die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss entzwei. The sun was not giving that enough light. Die Sonne gab nicht mehr genug Licht. Sun was not giving that any power. Die Sonne hatte plötzlich ihre Kraft verloren. Sun became the very weak. Sie wurde schwach. Because of the sin. Weil wegen der Sünde. At that time, the temple, only the priests, they can go to the temple. Zu dieser Zeit durften nur die Priester in den Tempel gehen. When he gave his life on the cross. Als Jesus sein Leben am Kreuz gab. Immediately at that time, of course, many things happened. Sind noch viele andere Dinge passiert, aber genau zu der Zeit the curtain of the temple it was already broke. Und was wichtig ist hier ist, dass der Tempel im Tempel der Vorhang mitten in zwei riss. What happened this? Why happened this thing? Warum ist das passiert? The door is already open for the everybody go to the heaven. Von dem Moment an, wo Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, ist die Tür für alle offen, in den Himmel zu gehen. Wouldn't have to go to the, any temple, wouldn't have to go to the, give the, any, satisfy any animals. Wir brauchen nicht mehr in irgendeinen Tempel zu gehen, wir brauchen keine Tiere mehr zu opfern. He is the Holy Lamb. He went to the cross for you and for me. Denn Jesus ist dieses heilige Lamm, das ans Kreuz gegangen ist für dich und für mich. He was born through the Virgin Mary. Er wurde geboren von der Jungfrau Maria. God has promised long ago, he will be the carry the sin. He will be forgive the sin from the all over the all the all the human being. So wie Gott vor langer Zeit vorhergesagt und versprochen hatte, würde er die Sünde der ganzen Welt tragen. He was hanging on the cross. Und hier hängt er am Kreuz. Pilatus, his army, they beat him through the knife. The blood came. Und die Soldaten von Pilatus haben ihn mit dem Speer gestochen, so dass Blut aus seiner Seite floss. If you apply the his blood today, wenn du heute sein Blut in Anspruch nimmst, this blood to clean your sin, wird dieses Blut deine Sünde reinigen. This blood to clean your forefather's sin, wird auch die Vorfahrensünden reinigen. It is not only the clean, it can forgive all the generation curse. Es reinigt nicht nur dich, sondern auch Flüche aus deinen Generationen. Then you become the holy person. Und du wirst eine reine Person. Then you will have the good relationship with Jesus. Du bekommst diese enge und gute, enge Beziehung mit Jesus. You become the child of the God. Du wirst ein Kind Gottes. You are adopted to the children of the God. Du wirst adoptiert in die Familie Gottes. And not only that somebody has to go to the temple. Es muss niemand mehr zum Tempel gehen. You can go to the His presence. And he is the holy of the holy God. Du darfst direkt selber zu Gott gehen. Like this martyr said, Jesus, remember me today in the heaven. So wie dieser Mörder gesagt hatte, Jesus, erinnere dich heute an mich im Himmel. We all human beings normally receive the penalty, death penalty. Wir alle haben eigentlich Todesstrafe verdient. But God loves the old, God loves you very much. Aber Gott liebt die Welt und er liebt dich so sehr. He became the sacrificed lamb.
for you and for me. Dass er selber dieses Opferlamm wurde für dich und für mich. What about you? Wie ist das heute bei dir? Think about this. Denke nach über diese Sache. For him it was a bad, bad Friday. Für ihn war es ein schlechter, schlechter Freitag. For you and for me it is a good Friday. Für dich und für mich aber ist es ein guter Freitag. Because he went to the cross. Weil er ans Kreuz ging. Because he went to the grave. Und weil er ins Grab ging. Because he rose from the dead. Und weil er aus dem Grab wieder auferstand. He is the living God. Er ist ein lebendiger Gott. He is the Son of God. Er ist der Sohn Gottes. He is the Holy God. Er ist der Heilige Gott. And we become the His children. Und wir wurden seine Kinder. We become the His family. Wir werden Teil seiner Familie. We have nothing to do anymore with the sin or death penalty. Und wir haben nichts mehr zu tun mit Sünde oder Todesstrafe. Today. Heute. I want to encourage you. Möchte ich dich ermutigen. If you heard this message. Wenn du diese Botschaft gehört hast. This is really good Friday for you. Das ist ein guter Freitag wirklich für dich dann. Come to the Jesus. Komm zu Jesus. Like this murderer. So wie dieser Mörder. Jesus, remember me. He said. Er hat gesagt, Jesus, erinnere dich an mich. But you can say that Jesus saved me from the sin. Du kannst sagen, Jesus, rette mich von der Sünde. I apply your blood from the cross. Ich nehme dein Blut vom Kreuz für mich in Anspruch. Forgive my sin. Vergib mir meine Schuld. Make me your child. Mach mich zu deinem Kind. From the today. Von heute an. You are my savior. Bist du mein Retter. You are my father. Mein Vater. You are my creator. Mein Erschöpfer. I want to come with you in heaven. Und ich will mit dir in den Himmel gehen. I just want to encourage you. Ich möchte dich einfach ermutigen. We don't know when the death is coming. Wir wissen nicht, wann unsere Zeit vorbei ist. Corona, you know the many people. Du weißt, bei Corona sind viele Many things happen. Viele Dinge passieren. We cannot plan anymore in our life. Wir können nichts wirklich planen. I request you humbly. Darum möchte ich dich demütig bitten. Don't go to the hell. Geh nicht in die Hölle. Jesus is ready to take you to heaven. Jesus ist bereit, dich mitzunehmen in den Himmel. Maybe you are the one who is suffering. Vielleicht bist gerade du derjenige, der leidet. Maybe you don't know that your hour and your second. Und nicht weißt, wann deine Stunde geschlagen hat. Like this murder. Wie dieser Mörder. Jesus, remember me. Sag einfach, Jesus, erinnere dich an mich. You can say the Father. I need you. Und du kannst sagen, Vater, ich brauche dich. Maybe at that time it was everywhere darkness. Zu der Zeit war es überall dunkel. Maybe you are also living in the darkness today. Vielleicht lebst auch du heute im Dunkeln. Jesus said, I am the light of the world. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Maybe you are suffering for the bread. Vielleicht leidest du, hast nicht genug zu essen. He said, I am the bread of the life. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus said, I am the living God. Und er ist der lebendige Gott. I am the Alpha and Omega. Alpha und Omega. He is the Creator. Der Schöpfer. He is the plan of the God. Er ist der vollendete Plan Gottes. He is not only the King of the Israel. Er ist nicht nur der König Israels. He is the King of the every human being. Er ist der König aller Menschen. He loved all. Er liebt alle gleich. Everybody same. Yes, we come to the Jesus. Darum komm zu Jesus. Take his free salvation. Nimm seine freie Erlösung. Then you will be not more walking in the darkness. Dann wirst du nicht mehr im Dunkeln laufen. You will walk with Jesus. Du wirst mit Jesus laufen. Jesus is your savior. Jesus ist dein Erretter. He is your friend. Dein Freund. He is your father. Dein Vater. He is your Holy Spirit, your teacher. Der Heilige Geist wird dein Lehrer sein. He will live in your heart. Und er wird in deinem Herzen leben. You don't have to go to temple. Du musst nicht zum Tempel gehen. You will become the temple. Du wirst selber ein Tempel sein. Because Jesus will come in your heart. Weil Jesus in dir drin leben wird. Then you will be the holy person. Er wird in dein Herz kommen. Du wirst eine heilige Take Person this opportunity. Sein. Nimm diese Gelegenheit wahr. Then miss it. Don't verpass das nicht. In the name of Jesus. Das bitte ich I just want to pray. Namen. Ich möchte jetzt beten. Father God, Vater Gott, we thank you for your plan. Wir danken dir für dein Plan. We thank you for your love. Wir danken dir für deine Liebe. We thank you, you are the loving God. Und dass du ein liebender Gott bist. We thank you, you have gone to the cross to pay our death penalty. Wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, unsere Todesstrafe zu bezahlen. Not only on the cross, you have gone to the
grave also. Nicht nur ans Kreuz bist du gegangen, auch ins Grab. After 3 days, you are rose from the dead. Aber nach 3 Tagen bist du auferstanden. You are the living God. Du bist ein lebendiger Gott. Father, we thank you for your living, living relationship with a human being. Und ich danke dir, Vater Gott, für diese lebendige Beziehung, die du mit den Menschen hast. Hear the voice of those people who are crying to you just now. Hör die Stimmen der Menschen, die gerade jetzt zu dir schreien. Encourage them through your Holy Spirit to come to you. Und ermutige sie durch deinen Heiligen Geist zu dir zu kommen. In the name of Jesus. Das bitte ich in Jesu Namen. I bless everybody. Und ich segne alle. In the name of Jesus. Jeden Einzelnen in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.